Ja, beim heutigen Video seht ihr verschiedene Magazine von Worker, die man dann halt prima als Alternative zu den von Nerf nehmen kann. Ja, hier mal schnell, wo es die Sachen zu kaufen gibt. Beim Verkäufer Lee Magic, der ist aus China, hat mit so das größte Angebot von Worker-Grams. Hier seht ihr einmal das 15er Mac und dann noch die verschiedenen 22er, einmal hier in Orange, in Schwarz. Und dann noch transparent, nicht wundern, das sind immer drei Stück, weil der Preis halt ein bisschen höher ist. Einzeln habe ich sie jetzt nicht gefunden bei dem. Hier noch die Schulterstützen, Modell A, B und C. Ja, ich habe nochmal drei neue Magazine und drei Schulterstützen bekommen. Wollte ich heute mal ganz kurz vorstellen. Fangen wir mal an. Kennt ihr ja alle, nur auf 18er Magazin. Alternativ auch sehr schön das 20er. Ja, das ist von Busby, kostet auch gar nicht mal die Welt, ca. 17 Euro. Schönes großes Mac und jede Menge Darts mit dabei. Dann hätten wir, ja, das ist es, 12er von Worker, Bananenmagazin. Etwas größer, das 15er von Blaster Parts. Und wer dann eine schöne Alternative dazu sucht, auch wieder von Worker, das 15er, so ein bisschen im Honigwaben-Design. Und dann das Ganze dann so durchsichtig. Sieht auch sehr, sehr schick aus. So, dann gibt's, die fliegen auch mal weg, von Worker die 22er. Das sind so von der Kapazität her die größten Magazine im Nerf Orange, das 22er. Dann gibt's das als schwarze Version, das wäre dann das hier. Und was auch sehr cool aussieht, vergleichbar mit dem 15er, dann transparent. Ihr seht hier nochmal das 22er. So als würde man dann hier so die Patronen im Magazin drin sehen. Ja, für welchen Blaster eignen die sich am besten? Ich sag mal, die sind halt super lang, die 22er. Die 12er und 15er, die könnt ihr eigentlich überall reinmachen, halt schön von der Optik. Natürlich im Nerf Battle dann würde ich eher die 25 oder 35er Trommel nehmen. Dann habt ihr nämlich viel mehr Darts dabei. Aber wer dann halt Wert auf Optik legt, kann dann diese hier benutzen. Und das Schöne ist, ihr könnt den Ständer von Worker die Magazine da reinstecken. Das ist kein Problem. Dazu müsst ihr nur hier unten das Teil hier abmachen. Das lässt sich einfach so draufschieben. Das finde ich nämlich ziemlich cool, auch für Leute jetzt, die dann zum Beispiel einen Drehteller haben und wollen den Blaster drauf präsentieren oder halt super gut, um Fotos zu machen. Einfach Magazin rein auf das Display und da könnt ihr dann schöne Fotos schießen. Ja, ich würde die Magazine hauptsächlich benutzen für die Strife. Hier haben wir ja die Strife Chris Vector. Da gibt es ja auch so, so eine Erweiterung für unter das Magazin drunter zu machen. Soll eigentlich nur rein der Optik dienen, als wäre da so ein richtiges Magazin drunter. So, das fliegt mal weg jetzt. 15er. Ihr seht selber, das ist eigentlich uninteressant. Guckt so ein bisschen raus. Geht von der Optik her, aber 15 wäre mir dann zu wenig. Dann nehmen wir mal das 15er, 12er habe ich gesagt. Das hier ist das 15er. So, das könnte man zum Beispiel nehmen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Und dann kommen die langen. So, geht eigentlich auch noch, obwohl ihr seht selber, ja, guckt mal, guckt schon ziemlich weit nach unten raus, aber könnte man nehmen. So, das ist jetzt die normale schwarze Version. Dann haben wir hier die Orange, passt dann zu der Strife. Der Rest vom Chris Vector Body Kit ist ja dann mehr so in Schwarz. Also man könnte auch jetzt hier dann Orange als Magazin benutzen oder dann halt das Durchsichtige. Das sieht dann auch nicht schlecht aus. Wobei dann, doch, ich finde eher Orange oder Schwarz. So, jetzt gerade nochmal zum Zeigen, wegen diesem Display hier.
So, das könnt ihr dann hier prima drauf machen. Das brauche ich eh gleich. Und das kann man dann, seht ihr, super. Was ist mit der Kamera? Hier, neues Playmobil. Die Ghostbusters-Sachen kommen jetzt in 2 Tagen. Die werdet ihr dann bei mir auch sehen. Könnt ihr dann super dann hier hinstellen, fotografieren oder dann halt Drehteller runddrehen lassen. Weil früher habe ich ja immer die Ständer hier benutzt. Wo sind sie? Hier diese Ständer. Dann einer vorne, einer hinten. Aber wenn ihr schon so ein langes Magazin hier drunter habt, seht ihr, das geht überhaupt nicht. So, das waren die Magazine eigentlich. Also wie gesagt, Worker hat da sehr schöne Sachen am Start. Und dann kommen wir jetzt zu den Schulterstützen. Da habe ich ja auch noch 3 neue. Das hier sind ja so mit, die ich schon mal vorgestellt habe in einem anderen Video, die etwas älteren. Zeige ich jetzt nicht. Hier haben wir noch eine Strike rumfliegen. Nehme ich doch die mal. So. Ja, die kommt jetzt mal weg. Und dann hätten wir. Ja, nicht wundern wegen dem Übergang jetzt. Mir ist eben so ein Fauxpas passiert und ich hatte keine Lust, das ganze Video nochmal aufzunehmen. Ich wollte das auf das Display drauf machen, aber die Schulterstütze ist so schwer, die zieht das Ganze nach hinten. Deswegen habe ich mich geärgert und jetzt nochmal neu. Also es gibt diese Schulterstütze 2 Versionen. Und zwar einmal, da guckt dieses obere Teil so ein bisschen hier über den Abschluss hier hinten rüber. Das gibt es auch mal komplett abschließend, also ungefähr dann so. Darauf achten, nicht dass er wie ich, weil ich ja so ein Held bin, mit dem Hammer drauf kloppt, weil ihr denkt, das könnte noch weiter runter gehen. Und dann habt ihr nachher euch die Schulterstütze beschädigt. Tjo, so mal ein bisschen da runter, so zack. Das kann man natürlich jetzt auch hier drauf machen, kurz noch das Magazin rein, zack, und sieht auch nicht so schlecht aus, finde ich. Schaut mal, das wäre jetzt diese Version, ist natürlich dann noch auch hier, ja, man kann das hier auch weglassen, dann sieht so aus, gefällt mir auch sehr gut, und das Ganze natürlich dann auch wieder in der Kurzversion, wenn die Schulterstütze dann eingeklappt ist. So, jo, nicht schlecht gespecht. Oh Mann. Zu schwach auf der Brust, habe noch keinen Mittag gegessen. Ja, dann gibt es noch eine Schulterstütze. Und zwar diese hier, das ist wie gesagt aus dem 3D-Drucker. Und das ist ein Aluminium. Ist nicht zum Verstellen, das ist fest. Kann man dann auch prima hier hinten drauf machen. Gefällt mir aber von der Optik her ja, jetzt nicht so gut. So sieht es dann aus. So. Dann gibt es noch eine verstellbare. Das wäre die hier. Seht ihr, das ist die Verstellung. Doof ist, ihr müsst eigentlich immer was Spitzes dabei haben, weil wenn er das hier reindrückt, das muss komplett reingedrückt werden mit dem Schraubendreher, damit ihr das Teil überhaupt verstellen könnt. Seht ihr? So, jetzt sind wir gleich da drin. Ich will das aber mal rausziehen, um das mal zu zeigen. So, das schaut nämlich dann so aus. Habt ihr so ein Aluminiumröhrchen. Und das ist dann der Rest von der Schulterstütze. So, jo, eingefahrener Zustand. Würde optisch wegen der... Hoch. Oh, ja. Das ist natürlich jetzt vom Puffy-Effekt richtig bescheiden. Jetzt müsste ich das hier mal gerade wieder... Das, seht ihr? Naja, gut. Hätte man auch ein bisschen besser lösen können. Jetzt habe ich es wieder reinbekommen. Jo. Nicht versagen. Einfach mal ausprobieren. So, jetzt aber. Ich wollte sagen, von der Farbe her wird es super hierzu passen. Seht ihr?
Jetzt muss man gerade gucken, da müsste ich die andere Strife für nehmen. Die kommt mal gerade weg. Und die Chris Vector holen wir mal wieder. So, das machen wir mal ab hier. Und das kommt da drauf. So, das kommt auch ab. Und das da drauf. So, das würde nämlich optisch dann passen. Boah, also mir gefällt die Schulterstütze jetzt auch nicht so toll. Passt halt dann farblich. Ansonsten bin ich dann eher, so hier nochmal die andere, passiert dir das überhaupt? Ja, gell? Hier nochmal die andere Seite. Bin ich dann eher der Fan von, ich sag mal, mir gefällt halt, machst du nochmal ab hier. Die Schulterstütze finde ich ganz gut. Naja, hier fällt jetzt alles runter. Die Schulterstütze finde ich ganz gut. Oder dann halt eine welche, die beim Kit damals mit dabei war. So, langen Arm gemacht, genug. So, ja. Ja, war jetzt mal ein Video gewesen über noch mal ein paar Magazine, die es so von Worker gibt. Ich muss mal gerade, ich zeig mal gerade was. Man hat ja immer gesagt, so der Blaster mit den meisten darf ist ja die Hailfire, wenn ihr da die ganzen 18er Max drunter macht. Und da könnt ihr dann natürlich dann die 22er von Worker drunter machen. Und dann habt ihr den Blaster von der Fassungskapazität mit den meisten Darts. Ja, nur mal so zum Zeigen. Und ja, das seht ihr mal, wie ich am Film bin. Habe ich euch mal zeigen wollen. Verschiedene Sachen gibt es dann halt, die man dann auf eBay kaufen kann. So als Alternative, was es hier in Deutschland so gibt. Demnächst mache ich noch ein Video. Und zwar, ich habe so ein Pump-Kit für die Longshot von die Zombie-Longshot von Nerf. Und da verbauen wir noch ein Kit. Und dann sage ich mal, wenn ich das habe, wird das Video auf jeden Fall gezeigt.